Hallo und willkommen zurück bei XCOM Enemy Within. Und what the fuck? Und jetzt ist es schon sehr lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Deswegen, ja, wie gesagt, ich habe gar keinen Plan mehr. Aber wirklich überhaupt keinen. Die gute Nachricht auf jeden Fall, wir haben überall nur einen Strich Panik, also das Minimum. Und nur leider haben wir hier auch. Also die Weltpanik ist bei 1, weil ein Land, nämlich Australien, uns verlassen hat. Ach, ein Terrorangriff. Ja, super. Das ist natürlich toll zum wieder reinkommen. Und der Feld und seiner riesen Ultra-Mega-Rüstung. Ja. Also, ja, wie... Anrufer ist ein psychotischer Sniper. Ist gut. Ist sehr gut. Haben wir... Wir haben schon Plasmawaffen. Okay. Okay, okay, okay. So. Und... So. Und... So. Genau. Erstmal alle Leute richtig... kein Bart. Sind wir so mit keinem Bart... Ach, egal. Ja. Drachen, du hast irgendwie gar nichts. Nicht mal Titanrüstung. Gegenstände abgeben, mal bitte. Denn du brauchst das hier. Haben wir schon Atom? Nein. Titanrüstung. Alien-Granate. Und... Nanofaserweste. Ja, wieso nicht? Mit seinem komischen elektrokinetischen Dingens... Hautzeug. Wie auch immer. Wer auch immer das hier ist. Chuck Norris. Moinsehens. So, wen nehme ich denn jetzt noch mit? Robocop vielleicht? Wo ist Robocop? Robocop, ja. Und zwar auf... Ich würde ihm wirklich mal gerne einen nur so mitnehmen. Das gibt bestimmt ein Achievement, wenn man das macht. Und mit dem... Mit der Kühlschrankwaffe. Die Waffe, die groß ist wie ein Kühlschrank. Oh Gott, Fell, du verdeckst ein bisschen. Du verdeckst das hier alles. Ich stell dich in die Ecke. Genauso wie Robocop. Die beiden Max kommen bitte nach hinten. Nur damit es schön aussieht. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unnötig, aber was soll ich machen? Ordnung muss sein. Okay, wir nehmen Chuck Norris mit, würde ich sagen. Zum Leveln. Welches Level bist du eigentlich? Und sie nicht. Chuck Norris. Das ist Colin Morrison. Chuck Norris. The Boss. Aha. Ja, okay. Der ist sogar auch schon ganz gut gelevelt. Ach, der ist ja... Ist ja Unterstützung? Der ist nicht Unterstützung. Warum kann er dann keine... Legierungskanone nehmen? So. Jetzt. Und wen gibt's noch? Den könnten wir nochmal mitnehmen. Nö, nö, nö. Dann nehmen wir die hier halt noch mal, doch noch mit. Ach Quatsch, du kriegst gar nicht die Waffe. Du kriegst eine Plasmapistole. Anrufer hat schon eine. So, sind wir startklar? Ich speichere nochmal. Und Meld brauchen wir... Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr so viel Meld. Oder wir... Beziehungsweise wir haben schon relativ viel Meld. Ob wir welches brauchen, weiß ich nicht. Ich kann ja mal gucken, ob wir unseren Mech aufrüsten können. Vom Robocop den nämlich. Für 25 Dollar. Ach ne, Upgrade-Kosten 107 Dollar. Okay, wir haben ein... Warum haben wir so viele Insektoiden-Leichen? Die sind schon nicht mal für irgendwas gut. Fusionskern behalte ich mal. Exol-Laserwaffen brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Lässt sich verkaufen auf jeden Fall. Hm. 51 Dinnemann-Leichen. Tschüss. Die allein haben jetzt 105 gegeben. Das behalte ich lieber mal alles. Wir brauchen immer noch
Firestorms. Zwei Firestorms sind im Bau. Ganz gut. Okay, Terrorangriff. Wir kommen, wir retten euch, liebe Leute. Pulsbogen nicht vergessen. Chuck Norris. Ah ne, jetzt kann gar nicht. Wer nimmt jetzt den Pulsbogen? Komm, du uns mal den Pulsbogen. Und niemand hat ein Medi. Okay, ich nehme vielleicht doch einen Unterstützungssoldaten mit. Aber vorher muss ich noch einmal was machen. So, ich habe einmal kurz einen Unterstützungssoldaten fertig gemacht. Und Fellow sagt, okay, was ein Zufall. Und zwar der Morgan Freeman macht mit. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Ach, und ich sehe mir gerade 17 an. Und er sieht sich gerade Part 17 an. Wo wir damals unsere erste Exalt-Mission gemacht haben. Oh mein Gott, da sieht man schon, in welchem Ausmaß ich im Voraus ausgenommen habe, wahrscheinlich. Together. Blöd, dass ich jetzt erst auf die Idee komme. Was? Und wir müssen Indien retten. Hier macht niemand die Panik hoch. Das Einsatzgebiet dieser Mission liegt in Indien. Es gibt weitere Berichte, dass die Aliens in einer Großstadt aktiv sind. Wenn die Aliens Zivilisten angreifen, wird sich eine unkontrollierte Massenpanik ausbreiten. Und Tipp, manche Genmodifikationen können für Spione sehr hilfreich sein. Nur leider brauchen wir keine Spione mehr, weil wir Exol schon ausgelöscht haben seit ungefähr 8 Monaten. Nein, so lange ist es jetzt auch nicht hier, aber... Die Alien-Invasion ist schon heftig, ne? Central, schon, ich weiß gar nicht, wie lange wir hier schon gegen die kämpfen. Strike One ist einsatzbereit. Erwarten Einsatzbefehl. Verstanden, und Big Sky. Fragezeichen. Trupp hat Feuerfreigabe bei Feindkontakt. Passen Sie auf, wo Sie hinschießen. Es sind Zivilisten vor Ort. Ich wiederhole, Zivilisten im Einsatzgebiet. Ich weiß, Zivilisten sind gemeine Wesen. Wen habe ich da raus? Oh, ja so. Ja, supi. Ach, ja supi. Okay, einen besseren Start hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Er sieht ihn. Ein kleines Dröhnchen. Ich habe mehr Angst vor dem Berserker. Okay, was mache ich denn jetzt mal? Du siehst den Fuzzi. Ich rücke vor. Ich würde sagen, wir nehmen den Sektor, hat er viel Leben. Okay, er sieht den Sektorboden. Den nehmen wir mal unter Beschuss. Aber nicht mit so wenig Trefferchance. Oh, man kann nicht aufs Dach. Schade. Hannover sieht jemanden. So, Leute, ja, wie soll ich sagen? Ich musste die Aufnahme leider gerade beenden und bin jetzt 2 Tage später zurück in der Mission. Ja, mitten im Kampf war nicht, ist nicht so schön. Und ja, wie gesagt, ist hier ist gerade die schreckliche Sachen gehen hier vor sich. Überall ist Tod und Verderben, da steht ein Sektopod. Was, glaube ich, niemand so schön findet. Außer die Sadisten unter euch. Wir haben immer noch keinen ferngesteuerten Atomraketenwerfer. Der Drachen kann natürlich nicht dahin schießen. Das wäre ja auch zu schön. Wir können aber mal da irgendwie in Position gehen. Soll ich mal auf den... Ach, versuch mal ein Glück. Soll ich zu verlieren. Außer, dass du das Auto in Brand steckst und dich selbst in die Luft jagst. Aber jetzt solltet ihr alle eine bessere Trefferchance auf ihn haben, wenn ihr ihn, vorausgesetzt, ihr seht ihn überhaupt. Okay, gehen wir ein bisschen näher ran. Okay, warte mal. Sturm und Schuss und dann Doppelangriff. Oder wie auch immer das die Fähigkeit heißt. Schnellfeuer, genau. Komm, bitte trifft zweimal. Oh, und töte bitte auch.
muss dir nichts zu sagen, oder? 88%. Okay. Ich nehme alles zurück. Logis natürlich auch. Zwei Leben. Jetzt sollte der Typ nicht mehr so vorlaut sein. So. Du möchtest den Typen bitte wegholen. Habe ich so gehört. Yo. Läuft. Also, mit läuft meine ich. Ich habe einen Alien von 8 getötet. Wenn du jetzt noch triffst, würde ich dich feiern. Hätte mir auch gewundert. Okay, da hinten ist ein böser Sektopod. Ein sehr böser Sektopod. Was ich machen könnte. Okay, er kann sich leider nicht mehr bewegen. Sonst hätte ich da hingehen können. Und ihm elektrisch pulsieren. Auf die Fresse können. 5 Schaden fürs erste gehen auch. Auch wenn er jetzt. Der macht ein bisschen mehr als 5 Schaden, wenn er zum Angriff kommt. Da kommen die Zombie Maker. Und eine Cyberbox. Ja, eine Cyberbox. Ihr habt es richtig gehört. Es werden Cyberboxen im nächsten DLC eingeführt. Oh shit. Das kann jetzt. Sehr nice. Reaktive Sensoren. Wenn die treffen. Lol. Zum Glück habe ich nicht gesagt, fress ich einen Besen und mache ein Video davon. Bitch, please. Der kann trotzdem nochmal schießen. Finde ich geil. Oder? Nee. Jetzt wird er geheilt. Nein! Verdammt. Euch werde ich alle elektro-impulsieren. Oh, das war nicht sehr freundlich. Ich dachte, wir wissen am 3 Leben. Okay, lasst uns mal ein paar Zivilisten retten gehen. Ich glaube, die Zivilisten würden sich freuen, tatsächlich. Okay, vielleicht sollte ich trotzdem auf den Kristallinen aufpassen. Die da immer noch rumgucken. Und hässliche Geräusche machen. Okay, wirf mal ein Alien-Granätchen. Und hoffen, dass da kein Zivilist gerade steht. Das, der hat nämlich ein bisschen Pech. Das wird ein schöner, gehäuteter Mensch. Ich stehe auf gehäutete Menschen. Und jetzt rennen sie wahrscheinlich weg. Nein! Das bin ich. Und Nahkampfspezialist? Nein. Kein Nahkampfspezialist. Not good. Bin unterwegs. Elektroimpuls. Psst. Nur EMP außer Funktion. Bitter. Ziemlich bitter. Position confirmed. Dann retten wir mal den. Sprich ja nichts dagegen. Schießen. Den da hinten. Bäm! Robocop owned. Jetzt möchte einer von euch bitte den Kristalliden da wegholen. Warum siehst du nicht? Morgen früh, Mann, ich bin enttäuscht. Warum morgen früh, Mann? Warum? Manchmal verstehe ich meine eigenen Gedanken irgendwie nicht. Jetzt. Ja, mein Freund. Ist ein bisschen dumm gelaufen, dass der. Wir können den Kristallin echt nicht anvisieren. Okay, morgen früh. Man sollte aber überleben. Hoffe ich mal. Dann schalten wir die Drohne aus. Oder so. Okay, hat auch nichts gemacht. Vielleicht siehst du ja den Chrysalid. Das ist ein bisschen Scherz. Ich weiß jetzt nicht, wo ich dich hinschicken soll. In Bewegung. Komm, kann er angreifen, obwohl er GMP'd ist. Wenigstens schießt er daneben. Nia! Yeah! Darauf habe ich gehofft. Hey, gute Arbeit, Chucky.
die Norris-Puppe. War das Chuck Norris? Ich glaube, es war Chuck Norris. Nack Norris. Huch, oder was? Ein Zivilist. Ich dachte schon, ein Zombie. Hat mich schon gefreut. Die ganze Lawine nur 87% Trefferschutz haben. Ich brauche bald Munition. Also nach dem Angreifen? Nein, warum bin ich nicht in kindische Schlagreichweite gegangen? Granate? Vielleicht? Wieso nicht? So, dann kann jetzt eventuell... Warum musst du denn Spur... Warum können wir nicht durchs Fenster gehen? Hm? Seltsam. So. Nur rettet die Zivilistin da. Mal ein paar, ein bisschen hier Zivilisten retten. Action. Wenn du den triffst, dann feiere ich dich wirklich. Schade. Aber jetzt, wo ich es gesagt habe, konnte das ja nur passieren. Und jetzt gut. Ja. Position confirmed. Ich weiß nicht, egal. Ich weiß auch nicht, was ich sagen will. Es ist kein Schiff, es ist ein ganz normales Flugzeug. Okay, vielleicht kein ganz normales Flugzeug, aber es ist ein Flugzeug. Und kein Schiff. Okay. Ich glaube, ich werfe hier mal ein Granätchen. Hänsel und Granätchen. Ja, der war nicht witzig. Grenade out. Zack. Trino. Ich habe schon Besseres gesehen. Okay, wie viele Leute haben wir noch, die angreifen können? Zwei. Okay. Okay, ich gehe jetzt mal ein kleines Risiko ein. Ein kleines, sehr großes Risiko. Er steht vielleicht ein bisschen zu nah dran. Bitte triff. Yes! Sauber an. Vorsicht! Ich wusste nicht, dass sie so einen fetten Explosionsradius haben. Es tut mir leid, Feldo. Und du. Deckungsfeuerstück, ne? Boah, perfekt durch die Tür da geschossen. Oder was davon übrig ist. Durch den Türrahmen. Ey, pass auf, was er da hinten treibt. Okay. Vorrücken und immer, ich kann einen sturmen Schuss machen. Okay. Gucken wir, was da drin ist. Oh mein Gott, ich habe das ein bisschen falsch eingeschätzt, habe ich das Gefühl. Ja, ein bisschen, aber auch nur. Wenigstens du wirst sterben. Schon beim ersten Schuss. Okay, okay. Der braucht Unterstützung. Das steht fest. System hat sie auch mal aktiviert. Nebenbei den Zivilisten. Oh, du hast keine. Huch, das sind relativ viele. Bin unter Feuer. Los, Zivilisten gerettet. Es ist kein Schiff, es ist ein ganz normales Flugzeug. Okay, kein ganz... Ja, eben. Halt. Hier bitte das einfügen, was ich gerade gesagt habe. Mehr Zivilisten retten. What the fuck, wo zielt der hin? What? So, wir haben noch mehr Max. Einfach alles da reinschicken. Ihr werdet alle sterben, ich weiß, aber... Trotzdem, ich schick alles rein. Start moving towards the ship. Solange Chuck Norris nicht stirbt, ist alles gut. Nein, ist nicht. Robocop wäre ziemlich schlimm, wenn er sterben wird. Wir werden eh auf Chuck Norris schießen. Obwohl er die meiste Verteidigung. Eigentlich sollte das gar nicht so fatal sein. Ich geb Gas, ich geb Gas. Bzz, bzz, bzz. Oh, das wäre. Okay, was machen diese Eklingen jetzt? Okay. Was? Er kann schießen? Gerade wurde mir angezeigt, er hat zu wenig Muni.
brauche bald Munition. Du brauchst nicht bald Munition, du brauchst jetzt Munition. Das war ein Zivilist. Das war nicht nett. Okay, Deckung. Auch nur 7 Schaden. Die Sabre, das macht genauso viel wie der Schwebe. Okay, das ist ein schwerer Schwebe, aber. Bam! 13 Damage! Oh, damn! Haha, da zieht sie sich in ihren Pussy-Modus zurück. Und sie reparieren wir jetzt. Boop. Und boop. Macht ihr ganz toll. Okay, jetzt eine Rakete. Solange da keine Zivilisten sind, ist da. Vorsicht, nicht Zivilisten mitnehmen. Nimmst du den Zivilisten mit? Ja, dann hoffentlich nicht den Zivilisten mit. Das sieht nach einem Multikill aus. War das ein Fehlschuss? Oder habe ich das einfach falsch einkalkuliert? Zu wenig Muni. Jetzt hat er zu wenig Muni. Okay. Morgen früh, was auch immer du mit Alien-Bekämpfung zu tun hast. Ihr habt alle keine Muni. Okay, du sagst mal den Menschen ein und lädst nach. Wenn sie wissen. Okay, dann Feuer auf die Cyberdisk. Guter Schuss. Bitte mal 5 Schaden. Oder 3. Huch, wie viele siehst du? Ich hätte mit der Pistole schießen sollen. Wäre schlauer gewesen. Er sieht sie nicht, verdammte. Sonst hätte ich nämlich in der Zone gemacht und dann. Ja. Weiß man, wie es ausgegangen wäre. Begebe mich an neue Position. Nehmen wir noch einen Zivilisten mit. Wir sind diese Mission mal über mal ein bisschen nett. Gegenüber den Zivilisten. Abgeschlossen. Ich vermisse immer noch die dicken Mutants. Die schweren Mutants irgendwie. Nein, nicht Zivilisten. Die Zivilistin. Warum rennt die in.